Sie sind hier, 5. Dezember 2018, 20.07 Uhr, von Sport1, Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Mois Özil steht nicht im Kader des FC Arsenal gegen Manchester United. Urheberrecht Getty Images. In der Premier League steht das Knallerduell zwischen Manchester United und dem FC Arsenal an. José Mourinhos Team droht den Anschluss an Rang 4 zu verlieren. Der 15. Spieltag der Premier League ist in vollem Gange. Dabei kommt es am Mittwochabend zum Kracher zwischen Manchester United und dem FC Arsenal. Für das in der Krise befindende United geht es darum, schnellstmöglich die Wende einzuleiten. Bisher holte man in 14 Spielen erst 6 Siege und liegt bereits 16 Punkte hinter Lokalrivale Manchester City. Premier League: Manchester United FC Arsenal, ab 21 Uhr im Live-Ticker. Dies ist die schlechteste Bilanz der Red Devils zu diesem Zeitpunkt seit 1990. Kein Wunder, dass der Stuhl von Star-Trainer José Mourinho wackelt. Mourinho verzichtet auf Pogba im Duell mit den Gunners. Vertraut der Portugiese auf Marcus Rashford und Anthony Martial in der Startelf. Paul Pogba muss erstmal auf der Bank Platz nehmen. Auch Romelu Lukaku muss zuschauen. Der FC Arsenal setzt auf Torgarant Pierre-Emerick Aubameyang in der Startelf. Aus deutscher Sicht stehen auch Bernd Leno und Shkodran Mustafi in der Startelf bei den Gunners. Mit Sokratis und Serd Kolasinac stehen zwei weitere Profis mit Bundesliga-Vergangenheit in der Startelf. Pikant: Mesut Özil fehlt im Kader der Londoner. Der Mittelfeldspieler war zuletzt kein Bestandteil der Startelf. Anzeige: der ZN gratis testen und internationalen Fußball live. Unter anderem muss der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp bei Burnley FC antreten. Die Aufstellungen: Manchester United: De Gea, Bailey, Smalling, Rojo, Dalot, Matic, Herrera, Damian, Lingard, Martial, Rashford. FC Arsenal: Leno, Bellerin, Sokratis, Mustafi, Holding, Kolasinac, Torreira, Guendouzi, Ramsey, Iwobi, Aubameyang. So können Sie Manchester United FC Arsenal live sehen. Stream: der ZNLIVETICKER, sport1.de. Sport1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Mehr von Sportinformationsdienst.